Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch gerade von den Grünen, genau was Sie gesagt haben, ist das Problem, dass Sie das Recht auf Bau mit diesem Bebauungsplan schaffen. Und zwar das Recht für den Investor. Und wir sind der Meinung, dass die Rechte derjenigen geschützt werden müssen, die jetzt diesen Ort und diese Innenstadt, so wie sie an der Stelle sich entwickelt hat, attraktiv machen. Wenn Sie sagen, die Innenstadt soll attraktiv werden, dann kommt für mich sofort die Frage, für wen eigentlich? Warum nicht für die, die da sind, die da leben, die da Kultur entwickeln, die Orte nutzen, die sonst nicht genutzt werden? Die Clubs, die da sind, Eckstein und Jorn, die sind auch ein Beitrag, die Innenstadt attraktiv machen. Und natürlich ist die Perle ein Schatz an dieser Stelle. Wir suchen verzweifelt nach Orten, wo die 15.000 zusätzlichen Bäume gepflanzt werden können. Dort sind Bäume gewachsen. Offensichtlich funktioniert es da. Und jetzt sollen diese Bäume abgeholzt werden. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man überhaupt eine solche Planungsgrundlage schaffen kann. Wie man nicht von vornherein klar sagen kann, Bäume bleiben in unserer Innenstadt, weil wir sie brauchen. Wir brauchen jeden Baum. Wir brauchen eine Veränderung unserer Städte. Wir brauchen keine großen Hotelbauwerke von Investoren. Die machen es nicht, um unsere Innenstadt attraktiv zu machen, sondern solche Investoren investieren, um Gewinn zu machen. Alles andere ist einfach nicht wahr. Und wir finden, dass die Innenstadt attraktiv sein muss für die Bewohnerinnen und Bewohner und nicht in erster Linie für und die Stadt kann dazu beitragen, indem eben ein Bebauungsplan so aufgestellt wird, dass das Bestehende, was gewünscht und erhalten werden soll, auch geschützt wird. Deshalb werden wir diesem Bebauungsplan auf jeden Fall nicht zustimmen. Und wir sind auch dagegen, dass man so einen kleinen Kulturraum schafft, der dann praktisch so eine Art Petersilie ist, damit der Investor sein Hotel noch besser vermarkten kann. Das ist auch nicht im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und auch nicht im Sinne einer nachhaltigen, kulturvollen Innenstadt.